Einen wunderschönen guten Morgen aus der Eifel. Heute gibt es wieder schnieke Autos zu bestaunen, denn ich bin auf der Scuderia Colonia Classic. Hier sind über 40 verschiedene Oldtimer-Fans, die sich ihre Schmuckstücke präsentieren, sich gegenseitig austauschen und natürlich auch ausfahren. Ich schaue mal, in welchem edlen Gefährt ich jetzt noch einen Platz finde. Hat man den Achim geschnappt, er ist der Präsident der Scuderia Colonia. Wofür steht eigentlich Scuderia? Scuderia ist der Rennstall. Ah, okay. Der Rennstall aus Köln. Die Scuderia Colonia ist mal gegründet worden vom Graf Berge von Drips Anfang der 60er Jahre und ist eine Fahrer- und Rennfahrergemeinschaft, die dazu dienen soll, die damalige Motorsportgemeinschaft zusammenzuführen. Weißt du jetzt gerade so im Kopf, was so das jüngste und was das älteste Auto hier ist? Das älteste weiß ich ziemlich genau. Das ist mein Auto. Das ist ein Citroën aus dem Baujahr 1936, den ich meinem Cousin mal zur Verfügung stelle. Der fährt zwar immer als erster los, kommt aber garantiert als letzter an. Und das jüngste ist, glaube ich, aus dem Gedächtnis ein Toyota. Der ist jetzt mal gerade 30 Jahre alt. Dürfte ich da mal mitfahren? Lieben gerne. Kommt man dann mit einer Tankfüllung hin? Ganz locker, ganz entspannt. Ganz entspannt. Dann gucken wir mal, wann wir ankommen, ob wir wirklich die Letzten sind oder nicht. Hallo, ich bin Anna. Hi, ich bin Andreas. Ich habe gehört, ich darf eine Runde bei dir mitfahren. Ja, das haben wir auch gehört. Das war ja sehr überraschend und sehr kurzfristig, aber bitte. Okay, dann steigen wir mal ein. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die Kiste in Gang kriegen. Die Tür ist auf jeden Fall schon mal interessant. Schauen wir mal, wie die Fahrt wird. So, jetzt ist Scuderia eröffnet. Mit uns. Mit uns zusammen und YouTube auch. Im ältesten Auto. Ich bin geradeaus auf dem Kreisverkehr. Ja. Und da musst du die zweite Ausfahrt, also praktisch geradeaus. Zweite Ausfahrt, okay. Sabine, du bist ja hier die ganze Zeit beschäftigt. Ja, bin ich. Ist das ich hier auch. Überhaupt noch Spaß? Ich bin auch die beschäftigt. Die langen Strecken nachher, ja. Aber wenn es stressig ist, wenn so ein Ding nach dem anderen kommt, wo du zack, zack, zack nach 100, 300 Metern abbiegen musst, dann musst du dich konzentrieren. Einmal falsch gefahren, dann bist du in der falschen Zeit und in den falschen Kilometer. Zum wievielten Mal fahrt ihr jetzt mit? Das ist jetzt das vierte Mal, ne? Das vierte Mal, ja. Der war wunderschön, so ein alter Ford Capri. Ja, der Ford Capri. Der hatte auch vier Gänge. Beim dritten Gang ist dann ja schon Ende, ne? Ja. Merkst du, wenn du jetzt hier nicht hochkommst, musst du wieder zurück in den zweiten, oder wie? Ja, jetzt zum Beispiel. Ja, 56 PS ist halt auch nicht so viel. So vom Fahrgefühl her, sehr ruckelig. Also ich sag mal so rum, vom Fahrgefühl ist es so, da wir ja zwar nicht ganz so alt sind wie das Auto, aber auch schon etwas älter, bin ich auch früher die Autos ohne Servolenkung gefahren. Irgendwie ist es ein schöneres Fahren, wenn auch anstrengender. Wieso müsst ihr das jetzt alles so genau protokollieren? Wir müssen zu bestimmten Zeiten immer an bestimmten Orten sein. Das sind 1, 2, 3, 4. Prüfung. Das ist natürlich mit diesem Wagen eine gewisse Herausforderung, weil der Tacho funktioniert nicht. Wir müssen punktgenau, wenn wir jetzt losgefahren sind, nach 58 Minuten da ankommen. Und wenn ihr das nicht schafft? Wenn wir es nicht schaffen, wenn wir zu spät sind, kriegen wir Strafpunkte. Wenn wir zu früh sind, können wir vorher die Zeit abwarten. Die erste Etappe ist geschafft. Wir sind jetzt hier bei der Mittagspause. Aber die Autos müssen jetzt noch eine Wertungsprüfung hier vollziehen. Ja, der das heißt, sie müssen in 23 Sekunden 70 Meter fahren und das genau und das abpassen. Auto, was wir hier also sie stoppen die Zeit mit. Und das muss man sich mal reinziehen. 80 Jahre alt ist dieses Auto.
Scuderia Colonia Classic. Hier geht es natürlich nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Spaß haben, die Fahrt genießen. Und ein langer Tag geht nun zu Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!